So Leute, Peace, ja. Es musste sein, ja. Ich musste wieder ein Video, also ich mache jetzt gerade wieder ein Video für euch natürlich, ne? Und ihr werdet mich bestimmt nicht so schnell los, ne, mit was die Videos angeht. Und ich bin mir auch ganz sicher, was überhaupt meine Videos angeht, ne? Auch wenn ihr mir nicht dieses Feedback geben könnt, ja. Oder eine indirekte Beschäftigung mit mir ausführt, ja. Und manchmal auch auf eine Art, die vielleicht eigentlich gar nicht, die ich vielleicht gar nicht so gut finde, ja. Aber ich sag euch was, ne? Es wird ganz viele Menschen da draußen geben, anhand der Videos, was ich alles mache, ja, und was ich alles kann, ja. Und ich denke, dass ich schon der lebende Beweis dafür bin, ja, dass es die Mentalität oder diese Gerechtigkeit wirklich gibt, die ich hier versuche, euch die ganze Zeit ab nahezulegen, ja. Ja, das ist nämlich Wirklichkeit, dass diese Sachen, die Sachen wahr sind, ja, was mich betrifft, wer ich bin, ja, das ist wahr. Genau, und ich bin mir sicher, dass das immer mehr Menschen verstehen und auch ganz viele verschiedene Menschen unterschiedlichen Eindruck dazu haben, ne? Dass ganz viele Menschen davon beeindruckt sind, ja? Und weiß ich nicht, und dass manche Menschen vielleicht nicht so beeindruckt sind, ne? Das ist eben das Ding so, ne? Da muss jeder seinen Teil auch selbst verstehen und das Beste daraus machen, was er da gerade aufnimmt, ne? Muss er halt das Beste daraus machen, ne? So, ich wollte euch mal was zeigen. Ihr kennt noch die damals BRD-Münze? Genau, das eine BRD, ihr könnt das nicht jetzt richtig erkennen, ja, die Kamera stellt das sowas, stellt die schlecht scharf, ne? Das sind 50-Pfennig-Stück zum Beispiel, ne? Von 1950. Ja. Und die hatten sowas wieder produziert, so. Guck mal, sowas hier. Wieder produziert, ne? Weil dieses 50-Pfennig-Stück ist ein einfaches. Aber das berühmteste 50-Pfennig-Stück von den Münzen, die wertvoll sind, ja, ist von 1950 mit einem G drauf auf 50-Pfennig-Stück und Bank Deutschland in Ländern, ne, weil davon waren 30 Stück, 30.000 Stück in Umlauf gekommen, ne. Und das ist heute auch noch eine sehr gefragte Münze und die ist auch die berühmteste, ne, in Deutschland zumindest, ne, von den Münzen, die teuer sind, ja. Die ist zwar nicht die teuerste Münze, die es gibt, aber die berühmteste halt, von den Menschen halt wissen, dass die was wert ist, ne. Ja, und diese Münze wurde nochmal nachproduziert, aber auch als nachproduzierte Ware so halt, ne? Und also nicht als Fälschung oder so, ne? Und man gibt das ist einfach hier, wenn ihr da reinguckt jetzt mal, ne, dass man auf diesen 50 Pfennig, man sieht das nachproduzierte Ware, weil es ist erstmal nicht so groß wie das originale 50 Pfennig Stück, ne? Sondern ist das nachproduzierte viel größer, ne? Und dann steht da irgendwie 2000, kann man nicht schlecht erkennen, jetzt, ich glaube 2009, 2019 steht drin oder so, weil ich die Produktion zeigt, ne? Und dann auf der anderen Seite, kann man das vielleicht erkennen? Bank Deutscher Länder, ne? Und dann ist da ein G drauf, falls man das erkennen kann, vielleicht auch nicht. Ja, und dann steht unter der 2019 nochmal, wie es so bei den Original war, unten drunter nochmal 1950, ne? Und weil diese Münze so beliebt ist und so einen guten Ruf hat, hat man davon nochmal von diesen hier 20.000 Stück produziert, ne? Für die Sammler da draußen. Und die wird natürlich auch in einigen Jahren ein bisschen mehr seit werden, ein bisschen mehr wert sein, ne? Die ist schön silber, veredelt, ja. Und ist interessant irgendwie, ja. Dachte ich mal, ich dachte, ich sag mal, bin jetzt einfach mal von den Klamotten, die ich davor erzählt habe, ja, was jetzt, bevor es zu der Münze kam, ja, das war ja einfach nur, euch mal die Frage zu stellen, wie beeindruckt ihr davon seid, wenn ich überhaupt Sachen erzähle, ne? Ja, ist ja von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich, denke ich, ne? Wer von irgendwie was beeindruckt ist, ne? Ich glaube, einer, der diese Sachen halt nicht so kann wie ich und es aber gerne können möchte oder so, ne? Die scheitern manchmal, weil sie nicht die richtige Intelligenz haben oder weil sie einfach nur doof sind, haben es alles falsch gemacht, ne? Aber ihr seid alles keine hoffnungslosen Fälle, ne? Und auch wenn du viele Sachen, das habe ich auch schon mal gesagt, wenn du viele Sachen, die ich kann, wenn ihr die nicht nachmachen könnt oder nicht nachvollziehen könnt, ne? Damit ihr friedlich miteinander lebt. Wenn ihr das nicht könnt, so, dann seid ihr dumm. Ist ferngesteuert, hört mal mit der Fernsteuerung auf, ne? Und kommuniziert mal mit intelligenten Menschen und haltet mal zusammen, ne? Das wäre genau das, was ihr euch dann von mir abgucken würdet, ne?
Weil ich bin nicht Webmusik gesteuert oder irgendwie so eine Scheiße. Oder kriegsbesteuert, ja, dass ich alles machen muss, was irgendwelche Leute mir vorgeben, ja. Ich mache das, was ich für richtig halte. Und der beste Weg ist, zusammenzuhalten und den geraden Weg zu gehen, ja. Das macht mal, verändert euch mal für die Welt, ja. Und zeigt auch mal was, dass ihr zeigt nicht nur, dass ihr behindert seid, sondern nehmt mich mal als Mustermodell und nehmt euch mal ein paar Beispiele von mir raus, ne. Auch wenn ihr nicht alles nachmachen könnt, alles könnt ihr nicht nachmachen, weil ihr dafür die passende Intelligenz nicht habt, ne. Auch wenn ihr es versucht, werdet ihr scheitern. Aber nehmt euch ein paar Beispielmodelle raus, die ich euch gesagt habe, ja. Und versucht mal auch, als irgendwer durch die Gegend zu rennen, der irgendwann seinen Ruf, den er verloren hat, wieder zurück hat, ja. Ne? Also, so. Und, naja, ich erwarte, was erwarte ich, das mache ich nicht. Klatscht mal alle. Danke fürs Hören.